Abend. Das Thema ist Patientenverfügung. Und ich habe im Heft der Verbraucherzentrale einen Hinweis auf das BGB gefunden. Und in diesem Paragraphen, der da aufgeführt wird, wird auf einen anderen Paragraphen des BGB verwiesen, nämlich den Paragraphen 1901 oder dem Beschluss 1901a Patientenverfügung. Und ich wollte ihn mal ganz vorlesen. Der ist relativ lang. Es kann sein, dass das mehrere Folgen gibt. Ich stelle mal die Eieruhr auf 35 Minuten. Danach ist auf jeden Fall Schluss. Dann geht's los. Also, der Beschluss 1901 gliedert sich in 1901 Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers, 1901a Patientenverfügung, 1901b. Lass mal einen Schluck Tee nehmen. Joghurt essen brauche ich jetzt nicht. 1901b Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens und 1901c schriftliche Betreuungswünsche Vorsorgevollmacht. 1901 Beschluss 1901 Umfang der Betreuung Pflichten des Betreuers. Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu besorgen. Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl nichts zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Aha. Also es geht vor allem um das Wohl des Betreuten. Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft. Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Möglichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern,
ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Wird die Betreuung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer in geeigneten Fällen auf Anordnung des Gerichts zu Beginn der Betreuung einen Betreuungsplan zu erstellen. Habe ich noch nie gesehen, dass ein Betreuer einen ordentlichen Betreuungsplan erstellt hat. In dem Betreuungsplan sind die Ziele der Betreuung und die zu ihrer Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen darzustellen. Ganz schwach. Gerade ihr lieben Richter, ihr macht sowas auch nie. Ich sag mal besser nichts. Ich weiß schon wieder viel zu vieles. Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der Betreuung ermöglichen, so hat er dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen. Gleiches gilt für Umstände, die eine Einschränkung des Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen Erweiterung, die Bestellung eines weiteren Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts, Paragraf 1903 oder Beschluss 1903 erfordern. Es gibt den sogenannten Einwilligungsvorbehalt. Ich frage mal hier in Solingen am Amtsgericht nach dem Betreuungsgericht. Eigentlich müsste man dabei auch mal eine Kamera laufen lassen. Ich kriege schon Kopfschmerzen. Beschluss 1901a Patientenverfügung. Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt, Patientenverfügung in Klammern, prüft der Betreuer, ob diese Festlegung auf die aktuelle Lebens- und Betreuungssituation zu treffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Okay. Das ist wahrscheinlich das, was die mit Ermittlung des mutmaßlichen Willens in diesen Heften bei der Verbraucherzentrale gemeint haben. Ich lese es nochmal vor. Ich finde das schwach, dass das in dem Gesetzbuch hier nicht vorkommt, wo es doch die Verbraucherzentrale geschrieben hat. Das sind so Momente, wo ich denke, warum schreibt das da nicht anders hin? Eigentlich müsste man jetzt die Passagen da vorlesen und dann hier nochmal gucken, was man davon wiederfindet. Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsfähigkeit
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt. Prüft der Betreuer, ob diese Festlegung auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Also. Die Überprüfung erfolgt nur, wenn zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustandes, Heilbehandlung oder ärztliche Eingriffe anstehen. Steht da auch nicht so drin. Bei dem muss immer der Betreuer eingeschaltet werden. Es sei denn, man kann sich selber nicht äußern. Im Grunde muss das Betreuungsgericht wahrscheinlich einen bestellen, der im OP daneben steht. Mehr sage ich dazu nicht. Entweder ich denke für solche Gesetzestexte nicht abstrakt genug. So. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Das finde ich gut. Für mich heißt das so viel, ich scheiße den Arzt an und hau ihm zu und auf die Fresse, wenn er nicht macht, das, was da steht. Ich wüsste sonst auch nicht, was ich machen soll. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Jetzt brauche ich erstmal Tee. Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegung einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuers festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Da kommt der mutmaßliche Wille ins Spiel. Okay, der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Okay, gut, dass ich die Fragen beantworten will. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühe mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten. Okay. Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten. Ich glaube, hier steht drin, dass man immer den mutmaßlichen Willen ermitteln muss. Mir steht hier nicht so drin.
Irgendwo war es für mich nicht ganz so klar. Also hier steht es anders drin, es steht so ähnlich wie in dem Gesetz jetzt. So. Hier steht es auch nicht drin, dann habe ich das im falschen Hals gekriegt. Naja, Mann. So. Ist ja auch für mich. Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden. Auch interessant. Ich sage an der Stelle Hallo Eichenstraße in Solingen. Mehr sage ich dazu nicht. Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. Beschluss 1901b, Gespräch zur Festlegung des Patientenwillens. Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach § 1900a zu treffende Entscheidung. Ja, Beschluss 1901a zu treffende Entscheidung. Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Gesamtstand die Prognose des Patienten indiziert ist. Okay, damit kann ich was anfangen. Der Arzt muss was vorschlagen. Er und der Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die nach § 1901a zu treffende Entscheidung. Bei der Festlegung des Patientenwillens nach Paragraf oder Beschluss 1901a Absatz 1 oder der Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach Beschluss 1901a Absatz 2
sollen nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern diese ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. Schriftliche Betreuungswünsche und Vorsorgevollmacht, Beschluss 1901c. Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert hat, hat es unverzüglich an das Betreuungsgericht abzuliefern, nachdem er von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers Kenntnis erlangt hat. Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsgericht über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat zu unterrichten. Das Betreuungsgericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. Okay, nochmal. Verstehe ich nicht alles auf einmal. Ich esse noch ein bisschen Joghurt. Ich brauche noch einen Moment, um darüber nachzudenken. Schriftliche Betreuungswünsche, Vorsorgevollmacht. Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert hat, also man hat ein Schriftstück mit Wünschen des Betreuers oder Vorschlägen zur Wahrnehmung der Betreuung, hat es unverzüglich an das Betreuungsgericht abzuliefern.
Also, nachdem er von der Einleitung eines Verfahrens über die Stellung eines Betreuers Kenntnis erlangt hat, wenn das der Fall ist, muss man das zum Betreuungsgericht geben, wenn man solche Schriftstücke besitzt. Ebenso hat der Besitzer das Betreuungsgericht über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, zu unterrichten. Das Betreuungsgericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen. Aha, also wenn man Kenntnis von einer Vollmacht hat oder einem Bevollmächtigten, dann muss man das Betreuungsgericht ebenfalls informieren. Ja, damit ist das schon zu Ende und ich habe gar nicht so lange gebraucht, ja. Das war's mit dem BGB zu dem Thema. Es kommen noch ein paar andere, aber da geht es nicht um Patientenverfügung, sondern um das Genehmigung des Betreuers. Kann man mal alles vorlesen. Mache ich wahrscheinlich. So, tschüss.